Du loggst dich ein und du siehst die Kategorien, du kannst durchbrowsen, okay, Ecstasy, Kokain, Hasch, her damit. Wie viel Geld hast du denn verdient? Boah. Darf ich das lüften? Ich darf es lüften, weil du es bist. Du musst dir die Nacht so vorstellen, ich schnupfe eine Nase und verbringe 6-7 Stunden am Fenster und warte darauf, dass das SEK um die Ecke kommt, weil ich weiß, sie kommen. Als ich die Blendgranate gehört habe und den Rambock und ich wusste, jetzt kommen gleich 5 Jungs mit dem Maschinengewehr auf mich zu. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen heute einen jungen Mann, der Drogen im Darknet verkauft hat. Aber bevor es losgekommen, auch heute erstmal zum Faktencheck. Das Darknet ist ein versteckter Teil des Internets und erscheint den meisten, die einen Standardbrowser benutzen, als unsichtbar. Circa 1,2 Millionen Nutzer sind täglich im Darknet unterwegs. Nur etwa 37,5% der Inhalte im Darknet sind legal. Das Bewegen im Darknet alleine ist nicht illegal. Allerdings wird es illegal in dem Moment, wo man illegale Inhalte dort konsumiert, herunterlädt oder erwirbt. Das war's jetzt mit dem Faktencheck. Ihr könnt natürlich diesen YouTube-Kanal jetzt noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr selber dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach eure Geschichte auf Facebook. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Sascha. Hallo, hallo, hallo. Hi, Leroy. Grüß dich, alles klar bei dir? Ja, super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen? Hi, ich bin Sascha Flamm. Ich habe 2011, 2012 das Darknet richtig aufgeräumt. Und heute erzähle ich euch einen recht großen Teil von meiner Story. Viel Spaß. Ja, Sascha, schön, dass du da bist. Im Darknet warst du aktiv. Du hast dort dein eigenes Business aufgebaut. Und ich bin natürlich total gespannt, was du heute so zu berichten hast, wie das dort abgelaufen ist. Du warst sogar im Gefängnis. Also, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, stelle ich dir jetzt meine Fragen. Let's go. Dann erzähl mir doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt da ein Business aufbauen. War das dann, also wie alt warst du da? War das so ein Jugendtraum oder wie kommt man überhaupt darauf? Anfang 2021, da habe ich mir mal schnell beide Kreuzbänder gerissen. Ich war bis dahin mit Leib und Seele Sportler, American Football. Und dann, aber ich habe meine Energie, ich musste sie irgendwo reinstecken. Um ehrlich zu sein, habe ich dann mein letztes Hab und Gut genommen. Ein Flatscreen 50 Zoll und einen Gaming-PC, hab den verkauft, bin damit nach Wien gefahren, hab mir ein Grow-Zelt gekauft und hab damit erstmal 35 Cannabispflanzen wachsen lassen. Ein Grow-Zelt? Ja. Also da hast du das gezüchtet einfach? Ja. Mhm. Das war so mein erster Kontakt mit Drogen. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal einen Joint geraucht in meinem Leben. Ich habe erst beim zweiten Grow, als ich dann zwei Zelte hatte, XXL mit 70 Pflanzen, und 2 Kilo geerntet habe, habe ich erst das erste Mal in meinem Leben irgendwie mit einer Flasche probiert, mal THC zu konsumieren. Okay, war dir klar, dass das, was du da machst, auf jeden Fall illegal ist? Ja gut, ich habe schon also wirklich diese kriminelle Energie, die einfach aus mir rausgesprudelt ist, seit ich klein war. Vor allem in der Teenagerzeit war es schlimm. Ich habe jetzt nicht riesen Bock missgebaut, aber es war immer so in einem drin. Wie alt warst du, als du dann hier 2 so Cannabis-Zelte vor dir hattest? Ja, 21. Okay. Sowas. Stelle ich mir gerade so vor, ein bisschen jünger als ich. Und dann warst du in Österreich und hast da... Genau, das ist ja legal gewesen damals schon, also die Stecklinge zu kaufen. Mhm. Aber ich habe es in Deutschland gemacht, das war illegal, ganz voll illegal. In Bayern sehr illegal. Das hätte damals schon locker mal schnell 5 Jahre gegeben. Da musste ich aber die Zelte abbrechen und dann musste ich halt langsam umschichten. Aber dann war ich schon irgendwie drin in diesem Game. Es hat Spaß gemacht, aber da musste ich mir irgendwie ein anderes Spielfeld suchen. Und das war dann das Internet? Ja, mit Umwegen. Also man hat schon mal probiert, in Real Life einfach mal was aufzustellen. Ah, was ist ein Amphetamin? Kannte ich nicht. Mal recherchiert, okay. Kokain. Und dann hat man halt schnell gemerkt, viele sind einfach nur am Labern. So, hey, ich kann dir was aufstellen oder der hat was und super Qualität und irgendwas. Ja, bring's mal ran. Aber es kommt einfach nichts, es kam nichts. Und dann habe ich gesehen, okay, Sascha, wenn du was richtig machen willst, du musst es selber machen, nimm es in die eigene Hand. Und ich muss sagen, meine ganze Familie, ich war ja immer transparent zur ganzen Familie. Mhm. Sie wussten immer, was ich mache, wo ich es mache. Und dann kam halt auch mal der Link von meiner Mutter. So, da gab es einen Weißartikel über die Silk Road 2011. Über wen? Die Silk Road. Das war der größte Darknet Marketplace 2011. Der ist dann 2013 gebastelt worden vom FBI. Jetzt warst du damals einer derjenigen, die dort verkauft haben. Was hast du verkauft? Mein erster Verkauf waren tatsächlich 50 Euro Banknoten, weil es damals schwer war, an Bitcoins zu kommen. Und da bin ich drauf gekommen, ich kaufe mir jetzt MDMA aus Berlin, kaufe mir eine Pillenpresse aus London und presse dann einfach mal Ecstasy-Teile. Hab davor den Verkäufer noch gefragt, hey, ist das okay für dich, wenn ich dein MDMA kaufe und daraus Teile presse? Sagte, ja, kein Stress. Und somit war meine erste eigene Ware Ecstasy-Tabletten.
Was verdient man mit sowas? Als ich auf Silk Road gekommen bin, war es gängig, dass du für 1 Gramm MDMA $80 zahlst oder 80 Euro. Wie viel Gramm hast du verscherbelt? MDMA? Ja. Dreistellig Kilobereich. Wie viel Geld hast du denn verdient? Als ich die Silk Road verlassen habe, hab mir für ein Kilo oder für ein Gramm zwischen $10 und $20 gezahlt. Und natürlich habe ich so die Konkurrenz platt gemacht, also wirklich platt. Also du hast deinen Preis niedrig gestellt? Ja, Dumpingpreise und die Konkurrenz war einfach nur tot, hatte nichts mehr zu melden. Deswegen auch der schnelle Erfolg. Deswegen nicht der höchste Gewinn, aber einen Monat habe ich es geschafft. Also ich war ja ein Ein-Mann-Unternehmen. Mhm. Du kannst da nicht mal schnell nebenher Buch führen. Aber in einem Monat habe ich mal mitgerechnet und es waren halt 120.000 Euro Netto-Reingewinn. Puh. In einem Monat. Ja, aber und das Geld ist dann einfach auf deinem Konto gelandet? Boah, das sprengt den Rahmen. Aber ich war in der Bitcoin-Szene gut vernetzt und da hatte ich halt gute Kontakte zu Tradern in Osteuropa. Und die haben mir da recht unkompliziert geholfen. Also es war auf keinen Fall gewaschenes Geld, was ich am Ende in der Hand hatte. Aber ich hatte Bargeld in der Hand. Und es lief ganz gut. Also ich habe die Bitcoins weggeschickt zu meinem Trader und innerhalb von anfangs 2 Stunden konnte ich schon von diversen Geldautomaten einfach abheben. Okay, das heißt, du hast es dann in Form von Bargeld zu Hause schlafen können. Leider. Also hättest du lieber Bitcoins im Nachhinein, ne? Für die Außenwelt. Ich hab meine letzten Bitcoins habe ich für 9 oder 10 Euro verkauft. Oh, was kosten die jetzt, ein Bitcoin? Wir sind jetzt gerade bei 15.000, 16.000. Wenn du ein bisschen schwächer bist, dann gibt es auch mal Suizidgedanken oder keine Ahnung, aber da findet man sich schnell damit ab. Okay. Ich meine, es war ja auch nur Geld. Und irgendwann war da aber Schluss. Du hast gesagt, du steigst aus. Ja, also es hat viel mit Kokain zu tun gehabt und einfach viele Fehler, die ich begangen habe. Mein Gott, ich habe mich oft mal verplappert. Also ich war damals einer, ich hätte dir das auf die Nase gebunden. Wenn du mich irgendwo auf der Straße als Fremder angesprochen hättest, hey, du fährst ein Bentley, bist du Drogendealer? Ja. Also so wäre es damals wahrscheinlich gelaufen. Und also es wäre cool gewesen, so. Das hätte ich gefreut, wenn du dann jemanden das so. Ja, man war stolz drauf. Man war richtig stolz drauf und man hätte es rausposaunt. Mhm. Total blauäugig. Was waren so die größten Fehler, die du damals gemacht hast? Boah. Darf ich das lüften? Ich darf es lüften, weil du es bist. Du kriegst die Ehre. Und zwar mein erstes, also ich muss mal schnell dazu sagen, auf meinen Ecstasy-Teilen war das Swastika drauf, Hakenkreuz. In der ursprünglichen Form, also ich glaube altägyptisch ist es, also überhaupt nicht politisch motiviert oder so. Aber das auf einem Ecstasy-Teil gab es einfach noch nie und es wäre halt ein riesen Hype. Und es war ein riesen Hype. Und das erste Bild von meinem ersten gepressten Teil, als ich frisch den Stempel aus London bekommen habe, habe ich mit meinem iPhone gemacht und hatte die EXIF-Daten noch drin und habe das so in das Forum hochgeladen von Silk Road. Irgendwann Anfang 2012, sprich ich hab dem BKA, dem LKA, dem FBI, der NSA, ich habe allen meinen Bunker präsentiert, wo sie mich abholen können, innerhalb von einer Stunde, wenn sie wollen. Wow. Also das ist einer von den Fehlern. Ja. Und dann habe ich noch monatelang weitergemacht, aber du hast es immer im Hinterkopf. Und wenn du dann noch eine kleine Kokainpsychose entwickelst. Ah, du hast selber Kokain genommen in der Zeit? Ja, also wirklich nicht exzessiv. Kommt drauf an, wer fragt. Wenn der Richter fragt oder der Gutachter, dann habe ich jeden Tag 5 Gramm genommen. Aber wenn du mich ehrlich fragst, dann. Es gab schlimme Nächte, wirklich. Und es gab auch definitiv eine Kokainpsychose und eine Therapie war nicht schlecht. Anfangs war es so, okay, ich habe jetzt 200 Briefe verpackt. Ich brauche jetzt eine kleine Belohnung, weil hey, ich arbeite hier Tag und Nacht und es waren ja wirklich 24-Stunden Schichten. Und nach 200 verpackten Drogensendungen hast du halt irgendwie deine Belohnung gebraucht. Und irgendwann waren es halt schon nach 100 oder nach 50, nach 20 brauchst du mal ein Näschen einfach, dass du wirklich am Ball bleibst. Und irgendwann hat es dann trotzdem Klick gemacht und du hast gesagt, ja, es geht nicht mehr. Ja, es wurde zu heiß. Also ich habe einfach die Zelte abgebrochen und habe gesagt, scheiß drauf. Und bin dann in Rente gegangen quasi. Und hast ein normales Leben gelebt. So stelle ich es mir gerade vor. Du hast gesagt, ich habe nichts mehr auf diesen Servern verloren. Mir ist das alles zu heiß. Das Kokain macht mich fertig. Und ich habe da keinen Bock mehr auf diese Kopfschmerzen, auf diese Angst, jeden Tag mit dieser Angst zu leben. Ich persönlich, ich stelle mir das extrem stressig vor. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das für irgendein Geld in Kauf nehmen würde. Das, was du beschreibst. Du weißt gar nicht, wie geil der Moment war, als ich die Blendgranate gehört habe und den Rambock. Und ich wusste, jetzt kommen gleich 5 Jungs mit dem Maschinengewehr auf mich zu. Weil der Scheiß endlich vorbei ist. Es ist eine Nacht, ja, Kokain war schon dabei in solchen Nächten. Du musst dir die Nacht so vorstellen, ich schnupfe eine Nase und verbringe 6-7 Stunden am Fenster und warte darauf, dass das SEK um die Ecke kommt, weil ich weiß, sie kommen. Ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe. Ich weiß, das kann doch nicht angehen.
ich weiß, dass mich jeder im ersten Moment verraten würde, wenn er könnte. Und haben auch am Ende des Tages 4 oder so Leute gemacht. Und du weißt es. Du bist nicht dumm. Du denkst ja noch rational. Du kalkulierst, du weißt, dass der Moment kommt. Und am 4. Juli 2013 war es dann soweit. Mit dem Rahmenbock und einer Blendgranate. Mhm. Wie fühlt sich das an? Also so eine Blendgranate? Das war am anderen Ende des Hauses. Die Blendgranate sind über die Terrasse und ich war halt wirklich am ganz anderen Ende. Mhm. Ich habe gehört, okay, das kann nur das SEK sein. Wir hatten 3 ganz kleine Hunde. Ich habe nur schnell die Tür hinter mir zugezogen, damit die einfach nicht ins Schussfeld kommen, weil man kennt die Storys. Mhm. Hunde, gut, meistens ein bisschen größer. Die sterben beim SEK-Einsetzen einfach. Ja. Und mein Gott, die waren noch 7 Meter von mir entfernt, habe ich mich schon auf den Boden gelegt. Hatte nur eine Unterhose an, also war dann recht friedlich. Ja. Und zack, hast du 30 Kripos in deinem Haus. Recht friedlich, sagst du. Ja, mein Gott, die SEK-Festnahme, die wissen ja auch nichts, die wissen nicht, wen sie festnehmen. Ja, ja. Ist ja auch gut so, das würde durchsickern. Aber sie wissen nicht, wie aggressiv du bist. Sie wussten, okay, der hat vielleicht eine schallgedämpfte Uzi. Mhm. Und das mögen die gar nicht. Mhm. Hattest du eine? Nein. Es ist mal in einem Chatverlauf erwähnt worden, ein Jahr davor, von einem Österreicher, der mich halt verraten hat. Aber du hast halt gemerkt, ich liege schon am Boden, aber dass ich jetzt so liege, das hat dir nicht gepasst. Ich muss unbedingt seitlich auf der Wange liegen. Hm. Da gab es ein bisschen Nasenbluten, aber das war's. Keine 3 Stunden später war ich in der JVA Landshut in U-Haft, in meiner Zelle. Was hast du da gedacht? Also wie war so deine Gefühlslage? Das Gute war, ich bin in der Nacht davor aus Berlin zurückgekommen. Hab ein bisschen Urlaub gemacht mit meiner Ex und hab mir recht viele Benzodiazepine reingepfiffen. Okay. Xanax in dem Fall. Mhm. Und Xanax ist halt einfach angstlösend und du hast den Effekt Stunden. Und ich war recht gedämpft, also ich war wirklich gechillt. Also, und es ist auch das ein oder andere Lachen ist über meine Lippen gekommen, als ich bei der erkennungsdienstlichen Feststellung Tätererkennung war, im Kripo-Dezernat in Deggendorf. Und die mussten schon zwischendurch mal fragen, hey, du weißt schon, dass du jetzt in den Knast gehst, oder? Weil ich einfach erleichtert war. Hm. Ich meine, mittlerweile, wenn man mir so zuhört, kann man es wahrscheinlich nachvollziehen, es ist echt super gewesen, dass der Spuk endlich vorbei ist. Also du bezeichnest es im Nachhinein halt auch wirklich als Albtraum psychischerweise. Es ist eine harte Belastung, ja. Du warst da ja groß aktiv, hast mit Kilos gehandelt an der Stelle. Was war die Strafe? 7 Jahre, 6 Monate mit Drogenentzugstherapie nach § 64. Der Staatsanwalt hat gefordert 8,5 Jahre ohne Therapie. Dann hätte ich mindestens 5 bis 6 Jahre in Straubing gesessen. Und die Therapie habe ich schon gebraucht und ich bin auch dankbar für die. Und hab bis heute meine Therapiegespräche. Mhm. Das sind Gold wert. Ich bin 10 Monate in Landshut gewesen in der U-Haft. Dann wurde ich verurteilt. Dann habe ich nochmal nachgefragt, hey, komme ich nach Straubing? Und sobald ich gewusst habe, ich gehe nach Straubing, habe ich auch sofort die Revision zurückgerufen. Also ich war wirklich zufrieden mit dem Urteil, bin es noch nach wie vor und wollte so schnell wie möglich nach Straubing. Und habe dann dort noch 17 Monate abgesessen. Das ist der sogenannte Vorwegvollzug. Der wird so berechnet, dass du dann mit 2 Jahren Therapie oder mit 18 Monaten bis 24 Monaten Therapie ungefähr bei der Halbstrafe bist. Mhm. Und dann entlassen werden kannst. Ach so, ja. Okay. Wow, wie viel Zeit hast du jetzt letztendlich dann im Gefängnis gesessen? Also Therapie und Gefängnis zusammen? 40 Monate habe ich nachts eingesperrt geschlafen. Okay. Würdest du sagen, dass die Strafe gerecht war? Ich hätte mich nicht beschwert, wenn ich noch mehr bekommen hätte, aber ich bin froh, okay, dass es so gefällt wurde. Ja, Freunde, ihr habt ja bis hierhin jetzt auch schon sehr viel gehört von Sascha. Jetzt könnt ihr selber auch mal überlegen. Ich tue mich da total schwer. Also ich selbst weiß, dass es gerade bei Drogen auch vielen Menschen schadet, die am Ende die Drogen konsumieren. Das ist dir sicherlich auch klar, ne? Dass man auf so eine Art und Weise, wenn man das zugänglich macht, auch Menschen irgendwo abhängig machen kann. Auf der anderen Seite sind Drogen selbstverständlich auch an anderen Stellen zugänglich. Das sind verschiedenste Faktoren, aber so vom Bauchgefühl her, von den Größenordnungen, in denen du gespielt hast, ist das ja verhältnismäßig, gerade wenn du sagst, die Haftstrafe, das war verhältnismäßig auch noch echt gut, dann hast du ja auch irgendwo Schwein gehabt. Und jetzt bist du seit wann wieder auf freiem Fuß? 2016 im Dezember bin ich entlassen worden ins Probewohnen und im November 2017 bin ich endgültig entlassen worden und bin meine 5-jährige Bewährung angetreten, von der ich jetzt dann heute oder gestern die ersten drei Jahre rum sind. Und die sauber? Ja. Ohne Vorkommnisse? Ja. Wie hast du die nächsten 2 Jahre geplant? Reizt es dich wieder oder sagst du, ich,
ich bin da raus für immer. Nee, also ich befasse mich gern mit der Thematik, ich halte mich gern auf dem Laufenden. Ich rede auch gern drüber, wie man wahrscheinlich merkt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, einfach das schon zu meinem Fokus zu machen, aber natürlich nicht auf der illegalen Seite. Ah, du würdest vielleicht sogar auf der anderen Seite machen. Also nee, einfach jetzt auch vielleicht in sozialen Medien einfach mal drüber reden, ein bisschen ja, damit, aufklären. Damit tust du hier auf jeden Fall ja, ich glaub, den ich ersten will. Schritt. Ja. Springen wir nochmal zurück an den Anfang deiner Darknet-Zeit. Wie hast du da das erste Mal reingefunden? Braucht man da einen Spezialcomputer für oder kann man da einfach www.darknet.com eingeben? Wie funktioniert das? Also wenn man so technikaffin wie ich aufgewachsen ist, das heißt, wir hatten im Haushalt den ersten PC, Desktop-PC, also ich bin 89er Baujahr, 94 hatten wir den ersten Rechner und als ich in die zweite Klasse gekommen bin, hatte ich meinen ersten eigenen Rechner und schon immer mit Internetanschluss. Und somit war es dann auch 2011, als mir meine Mutter den Link geschickt hat für Silk Road oder quasi den Artikel, war es halt ein leichtes, einfach mal schnell zu recherchieren, okay, du brauchst einen Tor-Browser, einen Onion Ring-Browser. Also der Onion Ring Browser, weil er wie Zwiebelschichten aufgebaut ist und somit ist halt die Zurückverfolgung sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ab da war es wie Amazon. Das hat mich auch richtig geflasht. Also wirklich die erste Sekunde, wo ich mich da eingeloggt habe, ich habe jetzt noch Gänsehaut. Du hast überhaupt erst mit harten Drogen seit ein paar Monaten zu tun. Mhm. Du loggst dich ein und du siehst die Kategorien, du kannst durchbrowsen. Okay, Ecstasy, Kokain, Hasch, her damit. Das ist heftig. Also, dass das so frei zugänglich ist, weil am Ende stelle ich es mir jetzt gerade wirklich so vor, wie ein Online-Shop. So, wie ein Online-Shop. Es ist an deinem Computer eine Website, die du halt über 3-4 Umwege erreichst, aber dann bist du dort. Und dann kannst du dir die Sachen liefern lassen oder holst du die irgendwo ab? Nee, also, na gut, 2011 war noch alles denkbar, wirklich. Da war die Welt so klein, da waren die Leute noch kreativ. Aber heutzutage ist 99% wird es einfach zu dir geliefert. An deine Packstation oder an deinen Briefkasten. Jetzt ganz im Ernst, du kannst dir dein Kokain-Freihaus liefern lassen. Ja, natürlich, also, ja klar. Seit 2011 spätestens. Alter Schwede. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, du... Meine Vorstellung, sehen wir mal ganz ehrlich, meine Vorstellung war folgende. Du findest dort jemanden, es ist eine Plattform, du kannst dich dort austauschen. Und es werden ja teilweise, habe ich mitbekommen, auch Waffen oder so gehandelt. Das ist nicht mehr so. Nee. Also du hast jetzt auch eher an ein Forum gedacht oder man trifft sich, man tauscht sich aus und man knüpft Kontakte. Man knüpft Kontakte und das ist dann so ein Handel. Also der eine hat was der andere möchte, der eine hat Geld, der andere hat eine Ware und dann trifft man sich halt in Realität und übergibt das. Weil so stelle ich mir das heute immer noch vor. Put it in your cart, es ist im Shopping Cart drin, du gehst zum Checkout, du überweist deine Bitcoins oder Moneros oder Litecoins oder was auch immer auf eine spezielle Adresse, dann wird abgerechnet, wenn du ein bisschen zu viel überwiesen hast, weil der Kurs mal kurz gesprungen ist, kriegst du es wieder auf dein Account zurück und der Verkäufer bestätigt deine Bestellung und verschickt sie. Im Rückblick, ist das so eine Nummer gewesen, wo du sagst, da war ich zwar noch jung, aber da bin ich richtig stolz drauf oder ist das so eine Geschichte, wo du sagst, das war zwar eine spannende Zeit, eine Erfahrung, aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich es nicht mehr machen. Niemals würde ich die Zeit zurückdrehen und irgendwas anders machen. Diese Erfahrung, die gehört einfach zu mir. Die muss da sein, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ja, ich verstehe den Punkt, klar. Nur das ist natürlich eine heiße, aufregende Zeit gewesen. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, du hast viel Zeit, wo man sagt, das ist die beste Zeit des Lebens, hast halt hinter geschlossenen Gardinen verbracht. Okay, Sascha, jetzt habe ich heute schon sehr viel gelernt und dafür bin ich auch extrem dankbar. Dankbar dafür auch, dass du so offen und ehrlich warst. Gerne. Jetzt weiß ich, da gucken natürlich auch viele Menschen draußen zu und vielleicht kribbelt es dem einen oder anderen jetzt gerade auch in den Finger und der sagt, ey, ich fand das irgendwie total cool, was der da erzählt hat und so. Was würdest du denn so leicht motivierten Menschen jetzt gerade raten? Also, Jungs, Mädels, wenn ihr dealen wollt, es ist 2020, die Welt hat sich geändert. Wisst ihr, dass jegliche Polizeibehörde an eurem Arsch klebt und dass jetzt alles überwacht wird? Lasst es bleiben, Zeiten ändern sich.
Okay, also ich hoffe, dass das klar geworden ist. Du bist für mich ein Sinnbild dafür, dass man vielleicht mal in eine Sache reinrutscht, aber du hast auch selber erklärt, was die Gründe dafür für dich waren. Und für mich ist ganz klar, das hat keine Zukunft. Also das ist heute meine Erkenntnis daraus. Das ist eine Geschichte, wo du früher oder später bei der heutigen Technik auf jeden Fall gefasst wirst. Du bringst deine Familie in Gefahr, du bringst deine Freunde in Gefahr. Weil du weißt nicht, wann die bei dir reinstürmen, du weißt nicht, wann du zu 100% verraten wurdest oder so. In deinem Fall gab es Indizien, aber was ist, wenn deine Mutter zu Hause ist? Was ist, wenn deine Schwester, deine Tochter zu Hause ist? Und dann macht's Boom und die marschieren da rein. Wenn es dumm läuft, läuft's dumm und das wollen wir uns alle nicht ausmalen. Also Freunde, tut mir den Gefallen, lasst die Finger weg davon. Wir können das als kleinen Krimi verfolgen, was Sascha damals erlebt hat. Aber ich glaube, wir können auf anderen Wegen sehr viel mehr Erfolg haben im Leben. Und ich danke dir trotzdem, dass du dir heute die Zeit genommen hast, einen weiten Weg auf dich genommen hast. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, die wir einfach nicht beantwortet haben, dann ist der Mann auch nicht aus der Welt. Also schreibt's gerne in die Kommentare. Er wird auch ein bisschen die Kommentare mit beantworten und ein paar Fragen vielleicht auch beantworten. Und vielleicht gibt es ja auch noch mal einen zweiten Teil. Wenn ihr selber mal hier mit dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach auf Facebook eine Nachricht. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht aktiviert habt, dann holt das jetzt nach, abonniert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das war heute ein super spannendes Thema. Danke an Sascha, dass er so offen mit dem Thema umgegangen ist und sich die Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut mal hier bei den Kollegen von Steuerung F vorbei. Das war's von mir, Freunde. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, euer Leroy.